Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorvlogs und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Heute ist der 9. Mai, glaube ich, ja, genau. Und ich mache heute mal so die erste Motorradtour dieses Jahr. Warum, wieso, weshalb, was im April bei mir los war. Dazu in diesem Video mehr, was demnächst ansteht in diesem Video. Und ja, jetzt werden wir mal losfahren Richtung Märkische Schweiz so ein bisschen. Also ein kleines Motorradparadies hier in unseren Breiten und da fahren wir jetzt mal hin. Viel Spaß bei dem Video. Herzlich willkommen jetzt vom Motorrad, ja, gerade losgefahren. Roundabout 30 Kilometer sind es. Lass mich heute mal von kurvigeil.de wieder mal navigieren. Das heißt, ich weiß nicht, ob irgendwelche Baustellen etc. vorhanden sind. Das ist dann immer so eine kleine Überraschungssache und wird dadurch nicht langweilig. Ein bisschen windig ist heute, ja. Also das werden wir vielleicht auch ein bisschen hören im Ton. Aber das werde ich erst hinterher sehen. Hier in dem Fall jetzt, dank der Zeitblase. Also wer meine Kanäle, so Instagram und so weiter verfolgt, wird mitgekriegt haben, dass es relativ wenig Content dort gab. Weil ich bekam relativ Ende März die Information, dass meine Oma ins Krankenhaus gekommen ist. Also war das erstmal nicht dramatisch. Da dachte ich mir, gut, okay, Informationen habe ich bekommen. Wenn ich dann zurück bin, ich hatte noch ein paar Dienste offen in Bremen, kann ich sie dann besuchen. Freitag früh um 8 bekam ich dann die Information, laut den Ärzten meine Oma wohl das Krankenhaus nicht mehr lebendig verlassen wird. Puh, das war schon mal ein Schock, aber ich wusste nicht, wie sehr oder wie schnell es dann gehen sollte. Erstmal dachte ich noch, naja gut, okay, Sonntagsgeschichten habe ich noch, Freitag die Schicht, Samstag die Schicht, Sonntag war ich auch noch gleich ins Krankenhaus. Ja, das wusste aber keiner, ob die das so lange schafft. Das hat mich ganz schön getroffen, dass ich gesagt habe, den Kunden angerufen habe und gesagt, sorry, kann nicht derzeit zum Dienst kommen. Und dann habe ich auch bei meiner Firma Bescheid gesagt, da hatten wir allgemein, alle Verständnis für. Das war auch, denke ich mal, nur menschlich, dass man dann nach Hause will. Und ich gleich den Freitag wenn ins nächsten Zug gesetzt und nach Hause gefahren. Da habe ich schon echt gemerkt, dass ich hätte keine Schicht mehr fahren können, emotional. Ja. So angekommen am Freitag, gleich ins Krankenhaus. Da ging es mir noch relativ gut, muss ich sagen. Ja. Sie bekam Sauerstoff und, also das war alles gut. Samstag sind wir wieder hin ins Krankenhaus. Das sah schon mal noch mal ein bisschen besser aus, weil die Sauerstoffmaske war runter. Die hatte nur noch einen Schlauch in der Nase. Auch jetzt nicht aus so was Wildes, ja, gibt ja noch Menschen, die damit leben. Aber der Zustand verschlechterte sich doch zusehends. Ja, Sonntag waren wir dann auch noch mal im Krankenhaus. Quatsch. Ja doch, Samstag, Sonntag und Montag. Und sie hatte wirklich dann immer zu tun, Luft zu kriegen, sich zu sprechen und so weiter. Da hast du immer gemerkt, dass es immer schlechter wurde. Dann war bei Dienstag wieder im Krankenhaus und da war wirklich ganz schlimm. Da musste man dann auch echt
echt kämpfen. Und meine Oma hatte die Hoffnung bis zuletzt, dass er noch nach Hause kommt. Ja. Ja, wer möchte schon im Krankenhaus sterben, zu Hause ist sind doch besser, ja. Ja. Jedenfalls war meine Mutter dann bei uns am Dienstagabend und wir hatten Pizza gegessen und Bierchen schon getrunken und da kam dann halt der Anruf aus dem Krankenhaus Dienstagabend 19:30 so was in dem muss es gewesen sein, dass er doch dann verstorben ist. Meine 97 Jahre ist ein stolzes Alter. Ja. Wir können uns alle nur wünschen, auch so alt zu werden. Und nichtsdestotrotz war das natürlich die Stimmung von jetzt auf gleich schon sehr bedrückt. War natürlich die Beerdigung, da hatte sich meine Mutter dann im Vorfeld schon um gekümmert, nachdem es hieß, sie würde das Krankenhaus wohl nicht mehr eben verlassen. Weil du ja dann in so einem Krankenhaus auch bestimmte Abholfristen hast und so weiter und so weiter. Wenn du jetzt dann, kannst du ja nicht mal anfangen, da irgendjemanden zu, ja, irgendein Bestatter zu, steht so überall dran, Tag und Nacht und Keks, aber wenn du keinen entsprechenden Vorvertrag gemacht hast, wird es schwierig, da jemanden in der Nacht aufzutreiben. Jedenfalls hatten wir dann Ende April die Beisetzung nach ihren Wünschen gemacht. Und ja, dann kurz nach ihrem Tod quasi zu einer Karwoche gestorben, ne, kam das Osterfest. Ostersonntag oder Ostermontag saßen wir am Frühstückstisch gemeinsam und mein Blick fällt so auf meinen linken Ellenbogen und da hatte ich eine riesen Schwellung. So eine riesige Beule. Ich hatte keine Schmerzen, nur Sternuscht, ja, war einfach eine Beule da. Ich habe so einen Schreck gekriegt, weil das so komisch abartig aussah, dass ich erstmal dachte, ich hätte mir da irgendwas gebrochen. Das sah so abnormal aus. Oh, der Wind pustet ganz schön. Na, mal gucken, wie das wird mit dem Ton. Ja, dass ich dann erstmal Dienstag am Ostern gleich zum Arzt bin. Och ja, da haben wir eine schöne Gelenkschwellung. kann so eine Schleimbeutelentzündung sein, Gelenkserguss, Plakeks. Ja, fahren Sie mal eine Chirurgie, die können da was machen. Ja, bin ich dann gleich in die Chirurgie fahren, ja, ich versuche das mal mit Kompression, einen schönen Druckverband angelegt, eine Woche später dahin. Das sah noch nicht besser aus. Dann haben sie das abpunktiert, wieder Druckverband rum. In der zweiten Woche sah es schon besser aus. Nochmal abpunktiert, das zweite Mal. Und dann nochmal eine Woche krank geschrieben. Und dann, als ich das dritte Mal da war, war die Schwellung so gut wie weg. Das ist wirklich nur noch minimal, hast du kaum gesehen. Ja, jetzt bin ich ja weg, guck mal, heftige Stoß am Arm. Kann sein. Ja, frierst du halt nicht so oft. Stößt dich irgendwo, ja. Und, ja, mein Gott, so. Rast meinetwegen noch Aua und das war's, dann denkst du nicht weiter drüber nach, ja. Na jedenfalls konnte ich ja dadurch kein Motorrad fahren, ja. Und auch keinen Fallschirmspringen. Heute kann ich auch keinen Fallschirmspringen, dazu ist es einfach zu windig, sonst wäre ich eventuell Fallschirmspringen gefahren. Weil da muss man das Wetter besser aussitzen als nur mit Motorrad, ja. Weil wenn es doch ein bisschen windet, so wie heute, oder doch ein bisschen bewölkt da ist, dann kann man natürlich alternativ noch Motorrad fahren, wo dann nur Fallschirmspringen nicht mehr ist. Also wenn besseres Wetter ist, dann Fallschirmspringen, wenn du bist wie heute, dann eher Motorrad fahren. Ja, jedenfalls Ende April hat man dann noch gleich die Beisetzung gehabt. Da haben wir eine Baustelle. Wie gesagt, nach den Wünschen meiner Großmutter. Ein paar Tage später wieder zum Arzt, der sagte, ja, alles gut, kann wieder arbeiten gehen. Dann muss ich noch mal ein bisschen was arbeiten. Und dann, das haben wir jetzt Anfang Mai, ne? Trauerei
hat mich auch emotional ein bisschen mitgenommen, ja. Meine Oma war dann immer auch so ein bisschen ängstlich, wenn ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt auf Motorradreisen. Allerdings hat sie sich hinterher immer über die Reiseberichte sehr gefreut. Ja, ich habe dann immer diese Videos, die ich dann bei YouTube hochgeladen habe, und da haben wir uns dann angeguckt, immer. Und das hat immer viel Spaß gemacht. Aber durch diese ganze Trauerei und Formulare, was ich ja dann trotzdem mit dem Arm machen konnte, wie gesagt, Wohnungsauflösung, war auch ganz schön heftig, ja, du schmeißt ja quasi ein ganzes Leben weg. Du kannst ja nicht alle aufheben oder so. Ich meine jetzt hier ein paar Schränke oder was, die du versperren will, aber da kannst nicht alles, das funktioniert leider nicht, ja. Würdest du gerne vieles behalten irgendwo, aber ist eher schwierig. Deswegen machen wir bloß eine kleine Runde, ich habe noch ein bisschen nämlich was zu tun. Weil das jetzt alles im April wollte ich denn die finale Planung haben für die Balkantour, die ja im Juni losgeht, ja. Oh, da hänge ich jetzt ein bisschen hinterher, ein bisschen ist gut gesorgt. Also die grobe Planung ist ja fertig, ja, das ist mal das erste, was fertig ist, dann gucken wir dazu die Unterkünfte. Und wenn wir die Unterkünfte haben und dann wird aus der groben Streckenplanung die Feinstreckenplanung, weil dann die ganzen Adressen mit eingepflegt werden, in die Planung, dass du dann wirklich am Ende des Tages eine verlässliche Kilometerzahl hast, zuzüglich der Kilometer, die wir dann durch doch irgendwelche kurzfristigen mehr oder weniger Straßensperrungen bekommen. Kurzfristige Straßensperrung, kurzfristige Baustellen jetzt noch ja nicht da sind, die dann aber vielleicht im Laufe der Zeit kommen. Ja, bis dann ein paar Wochen hin. Und 3,5 Wochen noch. Naja, fast 4. Aber weniger als 4. Ja, heute ist Dienstag, glaube ich, genau. Und von daher ist relativ Motorradverkehr, mehr Autoverkehr als LKW-Verkehr. Nur am Rande. Von daher hänge ich der Planung doch ein paar Tage hinterher. Aber gut, zur Not machen wir das kurzfristig noch vor Ort. Die Planung, das ist nicht das Problem, das geht ja dank Google Maps ja doch relativ entspannt. Jedenfalls muss ich ja noch ein bisschen weiter recherchieren. Was brauchen wir, wie zum Beispiel für Österreich, brauchen wir ein Verbandspäckchen, ja. Und da muss ich gucken, was in den anderen Ländern noch Pflicht ist, gerade wo ich noch nicht gewesen bin, weil Slowenien und Kroatien war ich schon gewesen und bin schon durchgefahren. Da weiß ich ungefähr Bescheid. Da wollte ich noch mal in die alten Aufzeichnungen gucken. Das Schöne ist natürlich, dass Kroatien jetzt auch mittlerweile zum Schengen-Raum gehört und den Euro haben. Das heißt, einmal Grenzkontrolle weniger und einmal Geld wechseln weniger. Das heißt, wir sowieso nicht wechseln, ja. Wenn wir Bargeld benötigen, das am Automaten vor Ort holen. Können wir mal gucken, wie wir das machen. Daher steht jetzt im Mai noch ein bisschen was auf dem Plan. Ich habe Ende Mai nochmal einen Termin zum Reifen wechseln. Am 25. Das ist glaube ich recht früh. Danach werde ich eine kleine Tour machen und nochmal, muss ich mal sehen, vielleicht nehme ich euch mit, um den Reifen gleich ein bisschen einzufahren, 3.6. auf Balkantour gehen, dass die Reifen gleich ein bisschen eingefahren sind, ja. Dass die dann gleich neuwertig sind. Die gehen ja erst hoch auf der Nase, die haben keine Lust drauf. Ja, weil lässt sich ja dann doch verleiten und naja. Also am 25. werde ich dann nochmal auf Tour sein, ich weiß noch nicht wohin. Also, da mit die Augen offen halten, dann könnt ihr mir zuwinken. So, auf dem Weg dahin werde ich dann nochmal bei der Tante Luisa anhalten und wie gesagt, das Verbandspäckchen, weil mir jetzt das letzte Jahr im August abgelaufen hat, gesehen. Nochmal neu zurück.
Recherchearbeit. Und dann muss ich mal sehen, was ich mit den restlichen Rumänien-Videos mache, weil leider ist meine Festplatte gecrashed. Die Chance, die Daten zu retten, stehen relativ gut. Ja? Also der Schreib- und Lesekopf hat ein Ding wegbekommen. Hatte ich zur Analyse abgegeben. Und rausgekommen ist 1500 Tacken. Ich sag, ne. So, falls jemand die Möglichkeit hat, so ein Ding zu reparieren oder die Daten irgendwie zu retten, ohne diese Kosten, diese enormen Kosten, also ich hätte mir das schon eine Kleinigkeit kosten lassen, aber 1500 Tacken, das ist einfach, ich sage, scheiß drauf, ja. Ich werde mal gucken, was ich da ansonsten noch zusammenstippeln kann, was ich nochmal irgendwo aus anderen Daten, wo ich inzwischen gespeichert hatte, mal teilweise, da wieder herzustellen. Das müssen wir auch mal sehen. Am einfachsten wäre natürlich, wenn jemanden kennt, der sowas wieder herstellen kann, ohne größeren Aufwand, Kosten, wie auch immer. Ja, sagt die Pierre, ich habe eine Möglichkeit, ich weiß, wie das funktioniert. Daten, neue Festplatte, und dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. 300 Euro oder was, ich weiß nicht, was sowas kostet. Dann gerne, aber nicht 1500 Tacken, das ist mir zu viel. Es war ja auch lange Zeit relativ kalt hier. Aber jetzt in den letzten, ich sag mal anderthalb, zwei Wochen, ist der Frühling richtig explodiert. Die Bäume sind richtig grün geworden, einmal, ja, dann geil. Wo ich das Motorrad Ende März geholt habe, war ja noch Janusz. Ja. Wir erinnern uns. Aber relativ wenigstens mal wieder heute. Das sagte ich aber wirklich schon. Ich bin auch schon bei mehr Wind gefahren, ja. Wer zum Beispiel die Anreise zur JHV 2020, glaube ich, fast gesehen hat, wo mir dann so ein Ast irgendwo direkt gegen Zell geknallt ist. So, sind wir auch gleich da. In der Märkischen Schweiz. Dieser Hauptort da, irgendwie, wie man das benennen mag, nennt sich Buko. Weil ich ja schon eingehend in dem Video erwähnt habe, ist, dass das ein bisschen hügelig ist, ja, und man dort schön Motorrad fahren kann. Und das von meiner Haustür aus nicht allzu weit weg ist. Mal gucken, ob wir dort einen kleinen Imbiss schnabulieren können irgendwie. Muss ich mal sehen. Weil kleine reicht ja aus. Ist noch gar nicht verurteilt sein, hier ein Schild. So. Damit sind wir in Buko, Märkische Schweiz. Hier hast du den Scheremützelsee, heißt das, glaube ich. Und am Wochenende ist hier natürlich reichlich Motorradverkehr, wie man sich das vorstellen kann. Deswegen ist es heute relativ ruhig. Ganz so schön hier rumdümpeln auf dem See, sag ich mal. Ansonsten ist natürlich für viele Ausflügler aus Berlin hier viel los. Ja. Da haben wir einen Buboer Kleinmann, mit dem du nach Münchenberg rüberfahren kannst. Für, ich nenne es mal Spottpreis, ja, Museumsbahn. Kann man sich schon mal leisten.
Aber die Fragen kriege ich bloß am Wochenende, wenn ich richtig informiert bin. Habe ich auch schon gemacht in einem anderen Video mal. Ist wirklich sehr geil, ja. Also wenn du ein bisschen Eisenbahn-Enthusiast bist, dann ist das genau das Richtige, wenn du hierher fährst. Und das Hauptziel war ja heute auch nicht irgendwas essen, sondern ein bisschen fahren, dass man wieder ein bisschen reinkommt in die ganze Materie, weil wie gesagt, ich hatte jetzt heute die Saison, glaube ich, bloß, was war das, 30, 40 Kilometer beim ersten, bei der ersten Tour aus dem Winterquartier nach Hause gemacht, also war nicht allzu doll, das Wetter war noch nicht allzu doll. Also doll war es nicht. Einfach wieder ein bisschen so reinkommen, die Materie Motorrad fahren. Das wäre unheimlich scheiße, wenn ich denn mit Motorrad neuen Reifen fahre, direkt auf den Urlaubsmodus gehe. Nur das kommt nicht so gut, wenn du vorher nicht ein paar Kilometer geschrubbt hast, ja. Man riecht gleich wieder Raps blüht, ja. Also man riecht nicht, wie der blüht. Der erzählt schon wieder einen Müll, ey. Aber man riecht den Raps gleich, ja. Das ist also wie Frühling. Man riecht den Raps. Ich hab noch nie Raps gesehen. Ja. Wir haben eine wunderschöne Runde mit dem Motorrad gedreht. Ja. Das Wetter ist, finde ich, aber ganz okay. Der Wind, der ist. Oh. Oh, gibt Schlimmeres. Oh, das war die erste Tour dieses Jahr. Wir sehen jetzt von der Fahrt, wo die Maschine aus dem Winterschlaf geholt haben. Ja, und, aus Berlin. Die Tour heute dient ja nur mal, das Vertrauen zu fassen. Technik und Mensch-Maschine. Ja. Wenn wir ein bisschen reinkommen, das Motorradfahren, das Sitzfleisch trainieren. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten und das Abonnieren nicht vergessen. Falls nicht schon geschehen, dann drückt ein Abo-Glocke und dann sage ich Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ringehauen.